Der nächste Vogel, der gleich kommt, der wird auf ein sogenanntes Federflügel trainiert. Ein Lederkern, der aussieht wie ein Vogel im Fluge. Welch ein Zufall, ich habe ein Federspiel dabei. Hier in meiner Tasche befindet sich dieses Teil. Federspiel heißt es deshalb, weil man Federn draufbinden kann von den Tieren, die man jagen möchte. Der Mitteleuropäer erkennt recht deutlich, hier sind keine Federn dran, denn ich mache kein Geheimnis daraus, wir befinden uns in einem Tierpark. Hast du einen Vogel, der andere Vögel fängt, zieht er hinten rüber, reißt sich den Imbiss aus dem nächsten Teich, Peking Ente sich sauer, schwimmt da rum und dann hast du den Vogel für die ganze Woche satt. Und das funktioniert meist gar nicht. Von hinten kommt gleich ein Eicher mit dazu. Eicher ist ein sogenannter Hybridfalke. Das kennt man vom Auto. Elektro und den Benzinermotor. Genauso oder vergleichbar ist es hier. Da hat man den nordischen Eherfalken mit dem afrikanischen Lanafalken gekreuzt, um dementsprechende Eigenschaften dieser beiden Tiere herauszukristallisieren. Hast du sie losgekriegt? Sehr gut. So, von hinten kommt die Eiche jetzt mit dazu. Und dann wollen wir mal gucken, was der Vogel macht. Einmal am Federspiel vorbei. Eiche! Hey! So, Eiche mit Schwung. Ihr habt vergessen zu klatschen. Eicher, Flugschau! So, schaut mal, jetzt kommen direkt die Einheimischen mit dazu. Die versuchen den Falken ein Gespräch aufzuzwingen. So sind sie nun mal. Eicher, hey! Ich muss jetzt hier ein bisschen Action machen. So ein Falke kann bis zu 300 km/h schnell werden. Jetzt verrate ich euch Folgendes. Das ist so schnell, dass ihr das mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen könnt. Die Eiche ist bereits mehrfach am Federspiel vorbeigeflogen und zurück auf den Baum, ohne dass ihr das gesehen habt. Ja? Wir werden jetzt einfach versuchen, das Unmögliche möglich zu machen. Ich werde jetzt versuchen, den Vogel in Zeitlupe fliegen zu lassen. Passt mal auf. Eiche, Flugschau. Dazu euer Trommelfell zu zerstören, sondern dazu den Vogel zum Umkehren zu bewegen. Glaubt mir, das ist eine ganz praktische Sache. Wenn man diesen Ruf nämlich weglässt, ist der Vogel huckizucki kurz vor Boden. Und wir müssen dann wieder Betriebsausflug machen, um unser Tierchen hier einzusammeln. Auf dem Federspiel ist ein Stückchen Hähnchenfleisch drum gebunden. Jetzt muss man wieder ein tolles Thema. Es gibt Jücken, die da genüsslich verspeist werden. Für die Jüngeren im Publikum schicken McNuggets ohne Pfefferzahl. Ja, manchmal ist einer nervig, der kein Tätchen kennt. Genüsslich verspeist. Den kleinen Moment geben wir dem Vogel auch gerne noch, dass er dann. Oh, eine neue Mikroanlage. Oh. Danke. Jetzt brauche ich sie gerade. So, der Vogel hat das Stückchen Fleisch und dann versucht die Janine, den Vogel zu überzeugen, dass der Menüplan auf der Hand genauso lecker ist. Du kannst am jetzt schon ruhig starten. Die Eiche lässt sich nämlich gerade besonders viel Zeit für ihr Frühstück. Auf der Hand geparkt, steht im Drehbuch die Menge tobt. Das ist euer Part. Ihr könnt die beiden gerne das Fahrt geben. Schnelle, wendige Flieger, diese Tiere ohne Frage. 300 km/h, das ist schon eine Hausnummer. Und damit gehören sie auch zu den schnellsten Lebewesen, die mit eigener Muskelkraft sich hier auf der Welt bewegen.